Ah, jetzt geht's. Hörst du auch was? Hörst du auch was? Super. Ja, du kannst dann aber noch aufhellen. Du kannst dann aufhellen. Jetzt ist an. Hallo, hallo. Oh, ja, ich bin. Yeah, hallo, hallo, hallo. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ah, mach dich nicht so nah da dran, das verträgt dich. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ja, ja. 1, 2, 1, 2. Eins. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich weiß nicht, weiß nicht. Vielleicht, kann sein. Habe ich noch nichts von gehört. Tut mir sehr leid. Und sonst, danke. Guten Tag, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Guten Tag, guten Tag und guten Weg. Hervorragend, vielen Dank. Ich danke recht herzlich. Guten Tag. Wunderbar, jetzt gucken wir noch mal eben nach dem Licht. Moment, mehr Licht, Overlight. Low Light, unzureichende Beleuchtung, Beseitigung. Beleuchtung erhöhen oder die Empfindlichkeit mit dem High-Sense-Schalter erhöhen. High-Sense. Wo ist High-Sense? High-Sense. High-Sense. Ach hier, ja, der tritt doch auf plus 16 dB. Beleuchtung erhöhen oder die Empfindlichkeit mit dem High-Sense-Schalter? Aber noch Maximum. Gut, okay, okay, okay. Aber da war noch was anderes. Da war noch was mit dem Bildüberwachung, elektronischer Verschluss. Status, Rec-Alarm, Auto 2. Da ist eine kleine Klinke. Nicht ganz tief reinstecken, sonst macht das nichts. Hast du fest? So. Ja, hör nichts. Oder? Nee. Hallo, hallo, hallo? Ja, alles klar, alles klar. Ja, ist da? Oh, ist ja fürchterlich. Es ist so dunkel hier, du siehst nur schwarz und links aus. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Was meinen Sie dazu? Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ist aber auf on. Ja, kleiner Wackler drin oder so. So, so geht's, ne? So ist okay? So, wir würden jetzt also eine Aufnahme machen. Oder nimm's schon auf.
Ja, schön. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung Hell. So, hier sehen wir unseren Schlagwerker bei der Arbeit. Wunderbar. Das sieht doch schon recht gut aus. So, wir wenden uns mal den Herrschaften hinter mir zu. Und schauen mal, worüber die beiden Herren sich unterhalten. Wir gehen jetzt mal und fragen einfach mal, wie sie sich so fühlen. So, wir können geradeaus durchgehen. Ich bleib hier stehen, wegen dem Licht. Ja. Guten Abend, wir sind vom OK 43. Sie sind heute Abend hier. Ja. Warum? Weil ich hier zuständig für den Auf- und Abbau bin von Soundhorn, zurzeit jedenfalls. Und ab morgen macht es mal wieder jemand anders von uns. Ah ja, also heute ist nur Vorbereitung. Ja, genau. Ah, und welche Veranstaltung findet morgen statt? Morgen ist hier im Revierpark Nienhausen der Rockshop. Und zwar ab 20 Uhr mit den Gruppen Loud and Proud und Laus und seine Kumpels. Proud and Loud. Nein, Loud and Proud. Und wir werden Sie sicherlich morgen Abend hier sehen? Sicherlich, auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen, dieses Ereignis. Wunderbar. So, hier vorne steht ein junger Mann mit einer Akustikgitarre. Guten Abend. Guten Abend. In welcher Funktion sind Sie heute Abend hier? Ich bin heute Abend als Soundcheckmann da. Was? Und jetzt? Als Soundcheck-Mann. Ja, ich mache den Soundcheck an der Gitarre. Das ist die Gitarre. Wir hören jetzt mal ein bisschen die Gitarre. Ich würde sagen, das ist absolut professionell. So, vielen Dank. Sehen wir Sie morgen Abend? Man sieht mich morgen Abend, jawohl, auf der Bühne. Auf der Bühne, auf dieser Bühne. Ah ja. Bis dann. Ah, da kommt noch ein junger Mann. Hallo, hallo. Guten Abend, guten Abend. Können Sie mal herkommen? Können Sie mal herkommen, junger Mann? Was machen Sie hier? Rumlaufen. Warum? Nur so, Interesse haben. Wieso hat man Sie hier reingelassen? Die Schuhe. Bitte? Die Schuhe machen es. Die Schuhe. Die Schuhe. Aha. Also dieser junge Mann scheint hier nicht hinzugehören. Wir sollten uns mal um den Ordnungsdienst kümmern. Mhm. Ich bin unrechtgemäß hier. Ich will klauen. Ah, Sie wissen, dass morgen Abend hier ein Konzert stattfindet? Ja. Wer spielt denn morgen? Irgend so eine Nachwuchsband als zweites und als erstes, glaube ich. Das war nichts. Ah, zu nervös. Ja gut, dankeschön. So, hier sehen wir die Scorpions. Guten Abend. Guten Abend. Wer sind Sie denn? Ja, ich heiße Anja Lauster. Anja Lauster? Ja. Der Name, den habe ich irgendwie schon mal im Plakat gesehen. Ja, genau. Aha. Wir spielen auch bei der Band. Wir sind morgen auch hier. Morgen? Mhm. Das ist der 22. Schauen wir doch mal in die Kamera. Das ist die Frau Lauster. Wie heißt du mit Vornamen? Anja. Anja. Die Anja. Die spielt morgen Abend auch hier. Um 8 Uhr. Genau. Im Fernsehen. Mhm. Ja. Ja, dann sagen wir mal bis später. Ja, dankeschön. Ja. Angst. So, jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir raus. Also pass auf, du kannst jetzt ausschalten im Moment. Ja. Und jetzt gehen wir erstmal raus. Guten Abend. So, wir sind jetzt hier in dem Trainingsraum vom Nienhausen Park. Und beobachten eine Gruppe Jugendlicher beim Taekwondo. Und ich denke mal, alle Leute werden morgen Abend beim Konzert dabei sein. Und für die notwendigen Schutzmaßnahmen sorgen. Ganz nach vorn. Ganz vorn, nicht von hinten.
So, hier ein paar junge Leute beschäftigt mit Gameboy. Scheinen sich also auch das Training mal anzusehen. Ihr seid morgen alle beim Konzert dabei? Ja. Ihr wisst, dass morgen Abend hier ein Konzert stattfindet, ne? Zufällig. Ja, dann werden wir uns wieder weiter umtun. Danke. Ja, hier kann man also schon mal sehen, die ganze Technik, die dahinter steckt. Mischpult, 24 Kanal. Und dazu natürlich noch jede Menge Details. Also alles für den guten Sound. Man sieht also jetzt schon unheimlich viele Leuchtskalen, fremdländische Begriffe, Ibanez, DM1000, Digital Delay und so weiter und so weiter. Aber wir wollen ja keine Werbung machen, abgesehen von dem CD-Player, aber den wollen wir uns jetzt auch nicht näher mit beschäftigen. Also, man sieht schon, es ist eine Menge technischer Aufwand. Und auf der Bühne wird also fleißig versucht, aus dem ganzen Chaos ein optisch ansprechendes Bild zu bekommen, damit die Leute morgen also wirklich eine optimale Show sehen. Das ist also jetzt reine Routine. Also geht alles auf den Soundcheck zu, sämtliche Geschichten müssen verkabelt werden, die Verstärker, die Monitorboxen, die Mikrofone. Jedes Instrument wird also einzeln mit einem Mikrofon abgenommen. Das ist also ein fürchterlicher Kabelsalat. Also es ist schon in 12 Stunden Vorarbeiten zu leisten, bis dann erstmal der erste gemeinsame Ton einer der beiden beteiligten Bands zu hören sein wird. Also das hier der läuft. So, und hier haben wir den wichtigsten Mann der morgigen Veranstaltung, den Soundmann. Hallo? Hi. Du bist der Frank Hano. Das ist der Frank Hano. Der ist also für den Sound morgen verantwortlich. Er hat natürlich heute die schwerste Arbeit. Muss also versuchen, hier aus den vielen technischen Brocken einen Gesamtsound zu bekommen. Und Frank, meinst du, du kriegst alles auf der Reihe? Immer. Aber es ist noch viel Arbeit, ne? Ja. Heute Sound. Ja. Also morgen bei der Veranstaltung wird es natürlich wird ziemlich laut werden, ne? Sagtest du. Ziemlich, ja. Rock. Rock vom Feinsten. Ja, immer vor den Kopf, ne? Alles klar. Hörst du doch jetzt schon. Du hast noch nichts abgenommen, ne? Nein. Reicht eigentlich schon, ne? Reicht noch nicht, aber... Na ja, gut. Aber Schlagzeuger ist natürlich erfahrungsgemäß immer der lauteste. Aber wir werden weiter schauen, was wir da so hinkriegen. Jetzt wird also erstmal abgeklebt, dann werden die einzelnen Instrumente gekennzeichnet, dass man dann dementsprechend die einzelnen Pegel aufziehen kann. Was ist das für ein Mischpult? Was? Was für ein Mischpult? Soundkraft. 24 Kanal. 24 Kanal. Das heißt also 24 einzelne Instrumente könntest du theoretisch abnehmen. Ja. Brauchen wir aber hier nicht, weil Standardbesatzung nur 3 Leute, also 3 Instrumentalisten nur, ein Sänger. Detlef hat 3 Gesang, aber Standardbesetzung ist nichts Weltbewegendes. Also der Schlagzeuger bekommt dann wahrscheinlich mehr als eine Spur. Acht. 8 Spuren, allein für Drummer. Das ist eine Menge. Na gut, wir bleiben am Ball. Jetzt das Mikro an, ja. Also meinst du, dass er, auch wenn er Schlagzeug spielt, dass er dann... Ja, ich sag dir, wenn er lauter sprechen muss. Okay.
Ja gut, dann gehen wir mal zu den beiden Herren, die sich gerade den Schlagzeug angucken. Und Achtung, Stufe jetzt. Ja, hallo, wir sind vom OK 43. Ihr seid auch bei der Band? Bei Lauten, ja. Dann ja, kommt doch einfach mal genau ins Licht. Du bist von der Band? Genau, ich bin der Leadsinger. Von der Band Lauster. Lauster und sein Revier und mein Name ist auch Detlef Lauster. Du bist der Detlef Lauster, genau. Ja, alle wundern sich über den komischen Namen. Ja, was heißt komisch? Ja, aber keiner ist also der richtige Name. Ja, jetzt geht's natürlich wieder tierische Sache, wieder Soundcheck, Schlagzeug, hat im Moment keinen Wert. Dankeschön. So, immer kurzes Statement, also das ist Detlef Lauster, der Namensgeber der Band. Mal eben 2 Minuten Pause. Du wartest einfach jetzt mal 2 Minuten. So, ja, der Detlef wird am besten uns mal erzählen, was die Fans da morgen erwarten können. Von der Richtung her, ja. Besetzung ein bisschen, wie lange gibt's euch? Uns gibt's eigentlich schon sehr lange, 86 schon so gesehen, aber mit einem anderen Namen. Wir haben früher gecovert. Und da haben wir jetzt einen Strich gemacht und ab jetzt ist das der erste Auftritt, wo eigentlich unser Programm beginnt mit dem neuen Namen Lausters Revier. Und also ist der erste Auftritt praktisch? Auftritt direkt. Genau mit unserem Programm, deutschsprachig rein, deutschsprachig. Vorher haben wir auch I Can Get No, The Stones und Marius Müller-Westernhagen nachgespielt und jetzt machen wir nur noch eigene Sachen. Aber ist natürlich direkt super im Fernsehen, erste Konzert, Fernsehen ist dabei, ist natürlich ein riesen Einstieg. Ne? Auf jeden Fall, super, freuen wir uns auch drüber. Was habt ihr für eine Besetzung? Wir haben... meine Frau, die ist Keyboarderin, dann Olli ist Bass, Schlagzeug, ich spiele Gitarre und Gesang und das ist auch schon alles. Also mit vier Mann, Leute. Ganz genau, da sind wir dabei. Ja, da sind also 2 Vierer-Pakete morgen am Start. Laune Proud hat auch 4 Leute nur, aber das reicht, um ganz schön Krach zu machen. Das stimmt und so die Musik wird so sein, ist auch ein Rock, Rock'n'Roll-Stil mit so leicht Hendrix. Ja, will ich sagen, die Gitarre so erinnert vielleicht ein bisschen an Hendrix, aber das soll also hast du schon ein richtiges Outfit zugelegt? Nee, ein Outfit ist auch ganz neu, ist jetzt alles ganz... Alles ganz neu? Alles ganz neu. Also Überraschungen sind da. A new star is born. Ganz genau. Oder Stone is born. Ja, wie gesagt, Lauster morgen. Sie merken einfach, Lauster mit L davor, genau. Genau, das leicht auch für den Schallplan. Ist denn irgendwas geplant, demomäßig oder? Demomäßig nicht. Jetzt im Bottrop haben wir das große Glück, mitspielen zu dürfen. Es geht dann um Qualifikation. Da sind mehrere Bands hier aus dem Ruhrpott und wir sind stellvertretend für Gelsenkirchen. Und der Preis ist auch sehr hoch, 10.000 D-Mark sind da zu gewinnen für den ersten Platz. Aber deswegen sind wir nicht dabei. Hauptsache wir sind dabei. Das ist für uns das Wichtigste. Erfahrung sammeln. Dass es Spaß macht, ganz genau. Gucken, wie man so mit dem neuen Programm wahrscheinlich ganz genau, draußen, ne? Ankommt. Draußen ankommt. Mhm. Eben deutschsprachige Sache ist vielleicht nicht jedermanns Ding, aber wir wissen, wir haben Freunde und darauf freuen wir uns auch. Das heißt, Freunde, es wird also morgen dann auch hoffentlich euer Publikum oder eure Freunde, Bekannte, alles mobil gemacht. Auf jeden dass Fall. Dass der Rahmen stimmt. Damit der Rahmen stimmt hier. Kann man denn sagen schon, mit wie vielen Leuten man ungefähr morgen rechnen kann? Och, das so kann insgesamt? Ich nicht. Das ist immer überraschend. Ne? Das ist immer. Es gab doch einen Vorverkauf, ne? Im Verkehrsverein Gelsenkirchen. Verkehrsverein, aber da bin ich überfragt. Hat oder keiner, da weiß ich weiß keine Zahlen. Oder das ist wirklich morgen wirklich überraschend. Ja. Und das würde ich auch sein. Also wenn ich den Laden so sehe, ich schätze mal so 500-600 Leute passen gut rein, ne? Nee, du, ich habe gehört, an die 300 wäre das Ding voll. 300 wäre das Ding ja. Voll? Ja, also sagen wir mal, wenn 200 Leute kommen, dann haben wir die, riesig hingestellt. Dann sieht das gut aus. Dann ne? Sieht das sehr gut aus, auf Man jeden Fall. Wir wollen natürlich auch hoffen, dass die Leute dann dementsprechend motiviert sind, weil es ist bestimmt. Ja auch Fernsehen dabei. Ganz genau. Und auch gute Musik, ne? Würde ich sagen. Und gute Musik, also da müssen wir sehen, dass wir das Publikum auch hochbringen. Ja. Na, aber so von Voraussetzungen her, sage ich mal, wird es ganz gut. Okay, wir gucken weiter beim Soundcheck zu. Alles schönen klar, Dank, Detlef. Ich danke euch, ne? Jo. Tschüssi. We'll be right back.
alles klar. Alles klar, Kamera läuft. Also, ich bin da, guten Tag. Also ich habe also das unheimliche Vergnügen, hier zwei Leute oder beziehungsweise drei Leute vorzustellen, wo ich echt sagen muss, kennt keiner, aber sollte jeder kennen. Neben mir links, da sitzt zum Beispiel der Rolf. Ich bin der Orgelspieler. Ja, er ist der Orgelspieler, hat im Moment eine Gitarre in der Hand. Ich kann jetzt mal eben Solo spielen. Ja. Mach mal ein Solo. Fandst du das jetzt total geil, ne? Also da fahre ich voll drauf ab. Er findet alles geil. Er findet alles geil, weil er spielt, obwohl er ansonsten Orgel spielt. Hier Gitarre, Rolf. Dann links daneben, neben Rolf, steht der Rainer. Rainer ist der Trommler. Mann. Müssen wir da rausschauen. Trommler. Du bist doch kein Drammler, Trommler und Rammler. Dremmler. Gut. Ne, hat man auf jeden Fall, ne? Ist klar. Trommler, Rainer. Und dann hier rechts neben mir steht auf jeden Fall der Harold Elbrard. Seines Zeichens Lead-Vokalist. Und auch der Einzige. Der Einzige. Das Konzert, was jetzt gleich kommt, da könnt ihr auch sehen, wir singen alle, aber eigentlich singt nur er. Ja, aber wir haben nur mal, wir haben nur mal für das Konzert auch ein paar Mikrofone hier für den Rolf hingestellt und für den... Rolle, Rolle ist da und Rolle steht hinter der Kamera. Rolle. Rolle, Rolle ist da. Rolle, steht hinter der Kamera. Rolle, Rolle ist da. Rolle, Rolle ist da. Rolle, steht hinter der Kamera. Und wer der Rolle nicht da, steht kein Rolle hinter der Kamera. Das jetzt mal als kurze Einleitung, um irgendwie mal darauf hinzuweisen, dass hier am 22.10. im Revierpark Nienhausen super Konzert ist. Aber war, ein Konzert war ja. Das Konzert war. Das ist jetzt gerade darauf. Na mal. Diese kleine Einleitung, irgendwie als Anlass, dass hier ein super Konzert war im Revierpark Nienhausen. Neben mir sitzt immer noch Rolf. Rainer ist nicht mehr da. Harald ist auch nicht mehr da. Rainer ist nur wieder Rolf. Rolf! Sag du doch mal was. Du spielst ja die Gitarre. Ja! Yeah. Rolf, wenn du Gitarre spielst, kannst du da irgendwie was fühlen? Na klar. Okay. Eine Erektion. Eine Erektion. Rolf, du spielst uns gerade die ganze Zeit den Blues. Ja. Ist das so der Sound, den ihr mit eurer Band irgendwie loud and proud Blues? Passt das zusammen? Ist das. Also ich finde, aus ethisch-humanen Gründen kann man das natürlich irgendwie assoziieren. Ja, okay, also das passt voll rein in euer Konzept. Voll rein, spiel doch mal irgendwie so ein Stück an, wo du irgendwie sagen könntest, das zeigt das, was wir so im Groben und Ganzen machen. Damit die Leute irgendwie auch nach dem Konzert wissen, was macht die Band eigentlich? Ja, ich spiele dann ein Stück an, das heißt Lost okay, in the Sea. Okay, Rolf, ja. Was? Lost in the Sea. Lost in the Sea, Rolf. Von Rolf. Thank you.
Ja, okay. Also das ist jetzt ein Stück gewesen, wo du meinst, das passt also voll in euer Konzept rein. Das ist irgendwie voll der Dingen. Das ist voll der Dingen, jawohl, okay. Da passe ich voll rein. Und ihr habt ja auch eine CD gemacht, ne? Habt ihr oft genug irgendwie ein Bild gehalten, so, ne? Ja. Alles klar, und das ist auch drauf, das Stück irgendwie? Das ist auch drauf, das Stück, an Nummer 13. An Nummer 13 ist das Titelstück von der Platte, CD? Nee, das Titelstück, das ist... Alles klar, also Titelstück von der CD ist nicht... Ihr war da gerade gespielt, wie hieß der nochmal? Das ist Lost in the Sea. Lost in the Sea, sondern... Don't Drive Me Home. Don't Drive Me Home, die neue CD. Das geht wie folgt. Ich muss anzählen. 1, 2, 3, 4. Also das war jetzt eigentlich nicht geplant, dass Rolf die ganze Zeit spielt. Er sollte eigentlich nur mal ein so ein Stück anspielen, ein bisschen Einleitung. Das war die Einleitung? Aber jetzt zieht er mal eine vernünftige Jacke an für das Interview, oder ist er wieder aussehen? Nun kommt die Zweileitung. Jetzt zieht er erstmal eine vernünftige Jacke an. Guten Tag, ich bin nur der Kabelhalter. Aber das ist ja für das Fernsehen. Ich weiß nicht, was an meine Jacke auszusetzen ist. Jetzt die Moderation. Und man hat uns extra gesagt, wir dürfen keine Werbung machen. Werbung ist verboten. Deshalb habe ich jetzt auch einen schwarzen Pullover an, der ist total unverfänglich. So, jetzt gebe ich das Mikrofon wieder an den Moderator. Oh, der hat jetzt ein Bier in der Hand. Aber das geht jetzt. Was ist denn mit mir? Gar nichts. Sänger. Ich trinke kein Bier, habe ich mir sagen lassen. Doch, eins trinke ich immer. Moment, jetzt erfahre ich hier irgendwie Sachen, die. Letztes Jahr wird was anderes. Du bist der Sänger. Ich bin der Sänger. Ich spiele dann auch kein Instrument, weil ich singe. Kannst du mir, wenn Sie mal ein Bier geben? Du spielst auch kein Instrument. Auch kein Instrument. Ich wusste nicht, dass einer mehr gekommen ist. Er spielt kein Instrument. Nimmst du mir das Tablett ab? Also irgendwie gleitet mir das hier so ein bisschen aus dem Händen. Das Interview ist ein bisschen chaotisch, jetzt wo das Bier gekommen ist. Der hier, der hat ja gar nichts zu suchen. Das war Selin. So, jetzt sind wir wieder schlüpfrig geworden. Jetzt sagen wir erstmal Prost. Sehr zum Segen. Prost. Ficula Bier. Ficula? Keine Werbung für dich. Du kannst alles machen. Du kannst jetzt hier hinkommen. Du kannst tragen, aufbauen, alles machen. Du kannst dein Mikrofon nehmen, du kannst jetzt einfach mal was sagen, weil wir müssen jetzt 2,5 Stunden vollkriegen mit irgendeinem Scheiß. Ja, also mir geht es jetzt also hauptsächlich darum, dass wir... Ich kann aber mit zu Hause weiterfilmen. Ich fang mal an. Ja, zu Hause ist doof. Ja, klar. Also, Kamera? Ich bin aus dem Bild, jetzt bin ich wieder da. Gut, sehr gut. Auf jeden Fall, das Bild beweist, dass wir keine Rassisten sind. Das sind die auch. Erst einmal hallo, ich bin der Dirk, ich bin der Hiwi von der Band Loud and Proud und möchte die Band einfach mal vorstellen. Zur Linken ist der Harry, der Sänger. Ich bin der Sänger. Also ich versuche es wenigstens. Aber das weiß ja mittlerweile jeder, weil ich habe jetzt ungefähr immer gesagt, ich bin der Sänger. Ja, ich bin 66 Jahre alt und meine Tochter macht in Wuppertal mit dem Papst eine Herrenboutique auf. Und dann mache ich eine Reise nach Island. Ja, das war der Sänger. Ich bin der Sänger. Ah, es war der Sänger. Das war also. Gut, ich geh jetzt mal hier. Das war sein Leben. Wiederum zur Linken, der Bassist, Timo. Alter. Ja. Schwede. Ich hab einen Vater. Also ich bin 34 Jahre jung. Könnt ihr jetzt die Auflösung bringen? Und ich weiß nicht, was ihr hier für einen Trottel irgendwie interviewt. Ich weiß auch nicht, wie der ans Mikrofon gekommen ist, dass man so einem überhaupt das Mikrofon gibt. Den kenne ich ansonsten nur vom Aufbauen. Der trägt ansonsten unsere Klamotten durch die Gegend. Nimmt dafür teuer Geld. Ja, mehr als die Band. Und dann steht er hier noch rum und labert Scheiße. Ist doch wahr. Also so nicht. Aber ehrlich, so Frag den, das ist der Rolf, spielt Gitarre, weiß mittlerweile auch jeder. Ja. Und der hat übrigens meine Jacke an. Das kommt noch dazu. Der leiht sich nämlich von jedem die Jacken nehmen. Eigentlich muss jetzt, wenn der Mikrofon trägt, die Jacke anhaben. Ich gebe einfach mal das Mikro weiter an Rolf. Ja, ich bin der Rolf. Ich war eigentlich ursprünglich in Polen, aber dadurch, dass ich jetzt hier in die Weste, ich auch ein bisschen sprechen kann, Deutsch. Ich spiele die Gitarre bei die Rainer in die Band. Das ist ganz gut Band. Band ganz gut. Band die ganz wirklich very good. Na gut, dann kommen wir jetzt zum Schlagzeuger. Ja, ich bin der Rainer, ich bin der Jüngste. Ich komme nämlich nächsten Herbst in die Schule und dann mache ich mein Abi. Ja, hoffe ich jedenfalls, ne? Ich bin stolz, wenn irgendwie einer noch den Mut hat, mit 80 Jahren sein Abitur zu machen, weil das irgendwo haut voll hin. Also, finde ich gut. Rainer ist gut drauf. Weil ich mich noch mal fragen wollte, ist der Bart eigentlich echt? Der Bart ist angeklebt. Der Bart. Weil er wollte eigentlich auch alle Bärte ankleben. Rainer, wie stehst du eigentlich zu den langen Haaren? Haare? Nein, was für Haare? Ist ein Späthippie? Deine langen Haare. Ich habe keine langen Haare, das ist alles Natur. Du sag mal, Rainer, was ich immer schon mal wissen wollte, hast du eigentlich einen Verwandten, der Rösner heißt? Rösner? Kenne ich nicht. Das ist Verleumdung. Das kennst du denn nicht? Kennst du Lemmy von Modet? Lemmy Rösner. Auch nicht, ey.
Du warst ja nicht mehr weiter, oder? Wie, du weißt nicht mehr weiter? Du bist sauer, ey. Warum hast du dein Mikrofon in der Hand? Du Arsch, ey. Verpiss dich, ey. Und tschüss. Das wurde auch langsam Zeit. Also machen jetzt nochmal mit unserem Interview weiter. Wir sind gerade dabei, den Stil der Band irgendwie rauszukriegen. Ich versuche ein bisschen zu poolen, in den Wunden zu poolen, dass mal einer irgendwie da mit rüberrückt. Wie sieht's bei aus? Was ist die Message? Jeder Musiker hat ja eine Message. Ja, die muss rüberkommen, ey. Auf jeden Fall, wenn man eine hat. Ich hab dir gerade das Bein verbrannt. Das macht nichts. Das ist schon ein Loch in der Hose. Ich hab zwei Löcher in der Hose. Vielleicht kann uns der Sänger mehr dazu sagen. Wie sieht's mit dem Konzept aus? Womit? Message. Die Message. Jede Band hat ja irgendwie eine Message. Ja, Holdrio. Feurio. Holdrio. Ach was. Ja, die Message der Band ist nicht einfach zu beschreiben. Also wir sitzen dann in unserem Keller und überlegen. Kohlenkeller. Ja, und dann versuchen wir halt immer irgendwie so Lieder zu machen. Ja, das heißt also, der Rolf, der kommt dann so mal mit so einem Riff, mit das Riff. Mit so einem Riff. Ne, mach mal einen Riff, dass die Leute wissen, was ein Riff ist. Jetzt Riff. Posing wichtig. Und wir steigen dann so langsam auf das Riff ein. Und ich komme dann mit die Texte. Say yeah, 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 yeah. Say yeah, 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 yeah. When the sun goes down, I'm lying on the bench. Say. So, jetzt ist gut, das war jetzt gut. Also so geht das. Ja? Und dann haben wir noch ein Stück. Das ist also so unkompliziert. Haben wir ein neues Lied gemacht. Ne? Und dann, wenn wir das alles so können... Darauf trinken wir erst nochmal ein, genau. Ja, ja. Auf mich. Ja. Ne? Wir haben übrigens gerade noch ein bisschen Streit gehabt mit unserem PE-Leiter. PE-Verwalter. Kein Streit. Nee, der meinte also, er müsste uns jetzt irgendwo so ein bisschen erziehen. Wollte uns also unterbrechen. Dann haben wir gesagt, mach deinen Kram alleine, wir gehen jetzt. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Interviews. So, also ich bin der Sänger, hatte ich irgendwie schon erwähnt, dass ich der Sänger bin? Der Harald. Der Harald. Ne, ich bin also aus Essen. Essen ist eine große Stadt. Wem gehört der Knopf? Essen. Lass mich gucken. Nicht, dass der von Mani Joppe ist. Nein, das ist ein. Nee, das ist nicht. Ne, und ich habe also mit der Musik angefangen vor... 70 Jahren? Ne, 1981. Da haben wir nämlich die legendäre Band The Mad Butcher. Und nicht Matt Butcher, sondern Matt Butcher gegründet. Da war da noch ein anderer Gitarrist dabei. Der guckt jetzt aber im Fernsehen zu. Und der guckt in die Röhre. Und der ist jetzt natürlich nicht mehr dabei, weil der hat dann so gesagt, ich will jetzt aber mehr den Heavy Metal machen. Ja. Und da haben wir uns so gedacht, mit dem Heavy Metal, da wollen wir nicht so. Ja. Wir wollen mehr so rock'n'rollig sein. So rock'n'prollig. Rock'n'prollig. Ne? Und dann habe ich also noch ein bisschen Bass gespielt. Aber da war ich dann nicht so gut, versucht, ne? Also so Bass, so vier Saiten, das ist jetzt eine Gitarre mit sechs Saiten. Sieben. Das ist eine Steve Vai Ovation. Lass mich gucken. Sieben Saiten? Ja, die eine ist unsichtbar, die kannst du mit einem Tinte lösen. Ja, ne, und dann habe ich dann nur noch versucht zu singen. Dann haben wir den Timo getroffen, der stand da mal so irgendwo an der Bushaltestelle und dann haben wir gesagt, hey Timo, kommst du mit, wir machen ein bisschen Mucke und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist ja egal. Ne, und hat der Timo gesagt, ja, ich bin aber auch ein anderes Schweinekombo und da will ich jetzt nicht so weggehen. Und da haben wir gesagt, okay, kriegst auch viel Geld, weil mit der Musik kannst du viel Geld verdienen. War eine Lüge, vorweg. Also ja, aber der musste bringen. So zieht man die Leute irgendwie rüber, ne? Ja, genau. Da haben wir ihn über den Tisch gezogen und er war noch jung genug, er hat geglaubt, was wir so erzählt haben, ne? Ein bisschen Druck ausgeübt. Ja, war ich ja 33, ja? Ja, genau. Ja, hat er dann auch geheiratet und ist dann auch Papa geworden, ne? Wie heißt denn deine Tochter? Meine Tochter ist Lisa. Die möchte ich auch hier schön grüßen. Und Oma? Oma, schönen Grüße an Oma. Oma hat kein Kabelfernsehen. Also, und an Frau. Frau heißt Susanne. Susanne. Frau. Schöne Grüße von mich.
Sondern der Unterschied ist einfach, bei uns kann jeder jeden grüßen. Bei uns kann jeder jeden grüßen. Ja. Dann ist eigentlich so im Moment keine Werbung, wenn man noch keine Werbung, nur für unsere Oma. Und für Shoutout-Bild. Ich grüße den Timo über die Kamera. Oh, das wird geschnitten. Geht das? Ich grüße den Timo über die Kamera. Genau. Also wir gucken jetzt, dann geht das also weiter, ne? Und dann, ja, der Rainer, der hat da auch schon ganz lange Schlagzeug gespielt. Wie lange hast du denn schon Schlagzeug gespielt? Ich kann jetzt auch das Mikrofon in Hand nehmen, das ist alles in Ordnung. Erzähl mal einfach, wie du so mit der Musik... Ja, ich bin vor drei Wochen angefangen, Schlagzeug habe ich dann gespielt, vor 3 Wochen. Und, das hatte man natürlich heute auch gemerkt bei dem Konzert. Ja, das hat man heute gemerkt, denn heute haben wir noch gar kein Konzert gehabt, ne? Doch, weil das ist jetzt hier... Das ist ja schon Konzert. Ach so, ja, genau. Während wir draußen spielen und... Ja gut, also das Konzert war echt gut heute mal. Für 3 Wochen Schlagzeug spielen war ja schon wirklich nicht schlecht, ne? Muss ich ehrlich zugeben, ne? Aber Solo haben wir nicht erlaubt, ne? Nein, Solo haben sie mir nicht erlaubt, kein Solo. Und da wird die Gitti wieder unheimlich knatschig sein. Gitti ist meine Lebensgefährtin, mit der ich auch schon 3 Wochen zusammen bin. Seit der Schlagzeugspiel? Seitdem ich Schlagzeug spiele. Mit der zusammen angefangen Schlagzeug zu spielen? Nein, ich habe schon vorher Schlagzeug gespielt. Jetzt ist der Timo wieder dran. Länger als 3 Wochen. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Also ich bin der Timo, habe ja gerade schon gesagt, 34 Jahre jung. Hab auch mit dem Bassspielen angefangen, als sie mich gefragt haben, vor einem halben Jahr. Und haben sie mir gesagt, ist ganz einfach, ne, Gitarre ist schwer, 6 Saiten, Bass ist einfach, 4 Saiten. Meine Finger sind auch viel zu dick und sind wurstig. Ziemlich wurstig. Also wenn ihr jetzt Punk gemacht hättest, hättest du bloß eine Seite gebraucht. Genau, ich wollte auch erst Punk machen. Ich dachte auch, ihr werdet eine Punkband. Du hast vorher Punk gemacht. Ja, die Kohle hat mich gelockt irgendwie, weißt du? Und da habe ich gedacht, Fernsehen machst du mal ein bisschen was anderes, ein bisschen rockig, ein bisschen rohlig, ein bisschen, ne? Also wie gesagt, Kohle nicht, rockig und rohlig, alles da. Ne? Und wie gesagt, ein Jahr spiele ich Bass, bin auch ganz zufrieden. Gerade hast du nur gesagt, du spielst ein halbes Jahr Bass. Stimmt, jetzt habe ich mich auch vertan. Ach ja, vor einem Jahr habe ich also mit einem Kontrabass angefangen und dann habe ich ein halbes Jahr lang, ist ja jetzt auch egal, auf jeden Fall bin ich der Bassmann und ich gebe jetzt mal ab an den Rolf. Rolf habe ich auch schon vorgestellt, mehrfach, ist der Gitarrist. Wie hat es bei Rolf angefangen? Wie hat es bei Rolf angefangen? Jetzt erzähl einfach mal, wie uns interessiert wirklich, wie es bei Rolf angefangen hat. Also Rolf, du musst uns jetzt deine Geschichte... Später. Rolf. Rolf. Ne? Doof, ne? Ja. Nee, bitte. Also ich bin der Rolf, ich bin der Gitarrist und ich spiele seit 3 Wochen Gitarre. Also auch. Wie, 3 Wochen? Seit 3 Wochen Gitarre. Da haben wir ja zusammen angefangen. Ja, wir sind Brüder, hallo. Wie die Christiane nicht aus der Tasche, was ist denn für ein? Wenn er gleich das nächste Stück sehen, dann wird er feststellen,